Um meine nächste Aufgabe für das London College in Angriff zu nehmen, zeichne ich heute ein Geranienblatt als Linienzeichnung. Da ich die Zeichenfläche gerne vertikal vor mir habe, benutze ich die Tischstaffelei. Meine Zeichensachen habe ich bereits vor mir ausgebreitet. Bei den Bleistiften ist die Graphitmine mit dem Messer auf mindestens 3 cm freigelegt und nadelfein mit Schleifpapier gespitzt. Für die botanische Zeichnung benutze ich hauptsächlich die Stärken 6H bis maximal 2B, zu sehen in der oberen Tonwertskala. In der unteren Reihe zum Vergleich die Skala von 2H bis 9B, wobei hier nur jeder zweite Härtegrad verwendet wurde. Feine, kontrollierte Linien zeichne ich mit meinen Minenbleistiften in 2H, H und 2B, die ich nicht anspitzen muss. Zum Radieren habe ich mehrere Minenradierer, Stifte, Knetgummi und einen großen Städtler Plastikradierer. Zum Messen der exakten Größe meiner Zeichenobjekte benutze ich einen Stechzirkel mit Nadeln an beiden Enden. Ein großer Baumarktpinsel mit Echthaar dient zum Entfernen der Radierbrösel, damit das Papier nicht verschmutzt. Last but not least brauche ich häufig meine Lupe und ab und zu ein transparentes Lineal. Mit transparentem, wieder ablösbarem Klebeband befestige ich auf dem Zeichenpapier ein Blatt Transparentpapier, auf dem ich die Entwurfszeichnung anfertige. Häufiges Radieren vertragen nämlich weder Zeichen- noch Aquarellpapier. Sie fragen sich vielleicht, wo hier eigentlich das Skizzenbuch bleibt. Hier sind einige Beispiele von Arbeiten aus meinen Büchern. Um derartige Zeichnungen und Aquarelle auf unbeschädigtem Papier erstellen zu können, fertige ich grundsätzlich die Vorzeichnung auf Transparentpapier an und pause sie anschließend ganz zart durch. In diesem Fall dienen meine Entwürfe für Linien- sowie Tonwertzeichnungen und späterhin für ein Aquarell. Bei der Linienzeichnung, die ich beim London Art College zur Benotung einreichen muss, werden nur der Umriss des Blattes sowie die Haupt- und wichtige Nebenvenen gezeichnet. Um trotzdem zu einer ausdrucksstarken, fast dreidimensionalen Zeichnung mit betonten und zurückgenommenen Linien zu gelangen, sind einige Versuche im Skizzenbuch nötig. Hierzu ist es von Vorteil, die gleiche Zeichnung immer wieder ins Buch übertragen zu können. Bevor ich beginne, hier noch einmal eine 360-Grad-Ansicht des Geranienblattes. Das eingeblendete Foto unten links bildet das Blatt ungefähr in dem Winkel ab, aus dem ich es sehe. Oftmals zeichne ich erst eine Begrenzung um das gesamte Objekt, um die Größe festzulegen. In diesem Fall beginne ich jedoch damit, mir eine der Formen des Blattes auszusuchen und mit dem Stechzirkel Breite und Höhe abzumessen. Die festgestellten Entfernungen übertrage ich auf das Papier. Anfangs zeichne ich nur grob die Winkel der natürlich fließenden, gebogenen Linien nach, die ich im weiteren Verlauf immer mehr verfeinere, wofür die lang angespitzten Bleistifte perfekt geeignet sind. Durch Abmessen und häufiges Vergleichen der Winkel und anschließendes Radieren der nicht mehr benötigten Striche ist die erste Form des Blattes in Echtzeit entstanden. Für die endgültige Linienzeichnung habe ich ungefähr 2 Stunden gebraucht. Um den Zuschauer nicht zu langweilen, habe ich den Prozess ab hier etwas beschleunigt. Thank you.
Wie schon so oft stelle ich auch bei dieser Zeichnung fest, dass ich eher dazu tendiere, zu groß anzufangen, was an sich nicht schlecht ist. Da es uns aber bei der botanischen Zeichnung um genaue Wiedergabe des Gesehenen geht, verbessere ich die Linien so lange, bis sich alles nahtlos zusammenfügt. Besonders hier im unteren Bereich habe ich viel zu großzügig begonnen. Mich inspiriert es immer besonders, wenn andere Künstler zeigen, dass auch in Malerei und Zeichnung nur mit Wasser gekocht wird. Daher zeige auch ich an dieser Stelle den gesamten Prozess. Auch beim Abmessen und ständigen Vergleichen bringen wir manchmal unsere ganz ureigenen Sichtweisen aufs Papier, um dann festzustellen, dass wir eine besondere Stelle unseres Zeichenobjekts so schön fanden, dass sie erheblich größer geworden ist. Wenn man sich jedoch um eine getreue Wiedergabe bemüht und das Resultat stimmig ist, lohnt sich am Ende die ganze Mühe.